Einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt muss ich direkt mal zu unserem heutigen Start auf der Stage zum Thema 24 Monate ChatGPT. Wo stehen unsere Smart Cities beim Einsatz von KI? Es ist tatsächlich knapp 24 Monate her. Im November 2022 wurde ChatGPT gelauncht und wir kamen alle zum ersten Mal in Berührung mit generativer KI. Sie erinnern sich sicher noch dran, wie es früher war, mit Chatbots zu chatten. Die haben uns nicht verstanden, die hatten keine Antworten und es war ziemlich frustrierend. Und dann war da ChatGPT und das war faszinierend. Auf einmal war da so ein Bot, der hat einfühlsam reagiert, der hat Vorschläge gemacht und fühlte sich an nach und nach wie eigentlich eine gute Freundin, eine Kollegin oder eine Assistentin. Und seitdem ist generative KI ein integraler Bestandteil unseres Privat- und unseres Arbeitslebens geworden. Eine Zahl, die das sehr eindrucksvoll beweist, ist folgende. Geht das mit der Grafik oder? Nicht. Okay, es gibt so eine Grafik. Kleinen Moment. Kein Problem. Ah, die Grafik haben Sie bestimmt alle schon mal gesehen. ChatGPT hat es geschafft, innerhalb von 2 Monaten 100 Millionen Nutzende zu erreichen. Das ist deswegen so eindrucksvoll oder besonders dann, wenn man es mit anderen Zahlen in Kontext setzt. Da Facebook hat 4,5 Jahre dafür gebraucht und das Internet 7 Jahre, das Mobiltelefon ganze 16 Jahre. Natürlich bauen wir auch auf den anderen Technologien auf, aber diese Grafik zeigt ganz doll, wir haben es hier mit einer disruptiven Technologie zu tun, die seither nicht mehr wegzudenken ist. Was passiert, wenn so eine disruptive Technologie auf den Markt kommt? Wir als Consumer haben die in Nutzung und schaffen eine Erwartungshaltung an unser Ökosystem, an den Arbeitgeber, aber auch an die öffentliche Verwaltung. Und das ist genau die Frage, die wir uns hier stellen. Wie weit sind wir denn jetzt schon beim Einsatz dieser Technologien der öffentlichen Verwaltung? Der E-Government-Monitor, der Ihnen vielleicht was sagt, ist letzte Woche wieder rausgekommen. Und in dem sagen 86%, dass sie erwarten, dass der Staat neue Technologien für eine höhere Effizienz der Verwaltung einsetzt. Und wenn man das Ganze auf KI runterbricht, sagen 75%, der Einsatz von KI wäre unter bestimmten Bedingungen in Ordnung für mich. Warum in Ordnung? Weil sich die Menschen mehr Genauigkeit und mehr Geschwindigkeit vom Staat erhoffen. Das verstehen wir unter Effizienz. Und was ist die Bedingung? Die Bedingung ist, dass schon noch ein Verwaltungsmitarbeitender, eine Verwaltungsmitarbeitende drauf guckt. Und eigentlich arbeite ich ja bei Microsoft und wir haben den Co-Piloten aufgebaut und haben den auch bewusst Co-Pilot genannt, weil er eben kein Autopilot ist, sondern weil er eine Hilfestellung gibt, aber wir als Menschen am Ende noch die Entscheidung treffen. Das ist also das Setup für unser heutiges Panel, für unsere Diskussion, für unsere Impulse und ich freue mich sehr, zwei Speakerinnen aus der Praxis begrüßen zu können und das sind Maria Schmalenbach von IT NRW und Dr. Nina Böhm von der Landeshauptstadt München. Wollt ihr einmal? So, ich hole mal meinen digitalen Spickzettel raus, deswegen wundern Sie sich nicht, wenn ich immer mal das Handy in der Hand halte. Ich würde Ihnen die zwei Damen gerne noch ein bisschen genauer vorstellen, damit Sie wissen, wer jetzt hier zusammen mit uns die nächsten 55 Minuten verbringt. Maria Schmalenbach ist Leiterin der Projektwerkstatt und von KI von IT NRW. Ich freue mich sehr, dass du da bist, denn du repräsentierst das bevölkerungsreichste Bundesland in Deutschland mit 18 Millionen Mitarbeitenden. NRW durchgeht nicht Mitarbeitenden, Bewohnern und Bewohnerinnen. Nee. So. Das wäre auch sportlich. NRW erlebt gerade einen Strukturwandel und es gibt diesen schönen Slogan von Kohle zu KI. Und wir sind gespannt darauf, welche Rolle ihr als KI-Labor da spielt und vor allem du und welche Erfahrungen ihr gesammelt habt.
Nina Böhm von der Landeshauptstadt München strategisch unterwegs bei dem Thema KI. Das heißt, du kannst ganz viel gestalten, wie KI in der Verwaltung eingesetzt wird. In der Verwaltung arbeiten in München 43.000 Mitarbeitende. Das ist ein ganz schönes Brett und ich glaube, da kann man viel bewegen. Aber in der wunderschönen Stadt leben auch 1,5 Millionen Menschen und eine Vielzahl mehr von Touristen und Touristinnen besuchen München jedes Jahr. Und ich glaube, auch da gibt es viele Szenarien, wo Technologie einen Mehrwert hat, wenn sie richtig eingesetzt wird. Mein Name ist Henrike Etzelmüller, ich bin bei Microsoft und auch im Smart City, Smart Regions, Bitkom Arbeitskreis im Vorstand aktiv und deswegen durfte ich dieses Panel einberufen und moderieren. Jetzt wissen Sie, wer wir sind und wir würden auch gerne wissen, wer hier sitzt. Deswegen gibt es jetzt drei Kategorien. Es gibt die Digitalwirtschaft, die Wissenschaft und die Verwaltung. Wir würden uns freuen, wenn Sie mal ein kurzes Handzeichen geben, damit wir ein Stimmungsbild bekommen, wer heute Morgen so dabei ist. Wer ist denn aus der Digitalwirtschaft? Okay. Wer ist aus der Wissenschaft? Eine Minderheit, aber auch ein paar Vertreterinnen und Vertreter. Und wer ist aus der Verwaltung? Okay. Also, da sind einige, die auf eure Erfahrungen, Einblicke, Erfolge, Misserfolge, Best Practices gespannt sind. Und deswegen würde ich sagen, wir starten direkt in das erste, in den ersten Impuls. Und ich übergebe an dich, Maria. Schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank. Wie schon gesagt, Maria Schmalenbach ist mein Name. Ich komme von ITNRW, den Dienstleister für die Landesverwaltung in Nordrhein-Westfalen. Wie schon gesagt, unser Slogan ist auch gemeinsam für 18 Millionen. Wir sind ein sehr großes Bundesland. Wir sind auch eine sehr große Verwaltung. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Aufgaben zu bewältigen, wobei wir natürlich als Dienstleister sehr schön und sehr gerne unterstützen wollen. Was ich Ihnen vorstellen will heute, ist ein Teil meines Arbeitsgebietes, nämlich unser KI-Labor, was wir inzwischen auch schon KI-Kompetenzcenter nennen, weil wir aus dem Laborstatus unserer Meinung nach auch schon lange heraus sind. Ich habe die Aufgabe KI Anfang 2021 übernommen. Die Projektwerkstatt, die ich leite, ist dafür da, neue, innovative, komplexe Projekte zu machen. Und das Thema KI wurde natürlich vor allem auch 2021 noch als sehr innovativ eingestuft. Und deswegen ist dieses damals im Projektstatus auch bei mir angekommen. Das Erste, was ich gemacht habe, ist eben Leute eingestellt. Wir haben ein kleines Team aufgebaut mit 4 Personen. Und diese 4 Personen sind gestartet, durch die Landesverwaltung sozusagen zu gehen und nach guten Einsatzszenarien, nach guten Use Cases zu suchen, wie man KI am besten nutzen kann. Es war so ein bisschen was auch wie Klinkenputzen, weil das Thema war damals natürlich auch schon sehr bekannt und alle sagten, ja, total spannend, ja, das machen wir bestimmt und das haben wir schon mal gehört, aber so richtig die Bereitschaft, da etwas zu tun, war zu dem Zeitpunkt noch nicht so da. Nichtsdestotrotz haben wir einige Proof of Concepts gemacht und auch einige Projekte gemacht, wo wir gute Einsatzmöglichkeiten gefunden haben. Wir haben dann natürlich Ende 2022 den absoluten Push gehabt. Die Veröffentlichung von ChatGPT hat bewirkt, dass alle gemerkt haben, oh, das ist ein Thema, das geht uns doch an. Also da müssen wir doch jetzt schon irgendetwas tun und wir können da tatsächlich die KI auch mal endlich anfassen und endlich mal selber was machen. Uns ist natürlich allen klar, dass wir tagtäglich KI nutzen, ne, bei Google Maps, bei Netflix und so weiter, aber das ist etwas, da sind wir passive Nutzer, wo wir gar nicht merken, dass etwas mit uns passiert, aber jetzt merken wir schon, dass wir selbst auch mitgestalten können. Und das habe ich halt auch in meinem Team gemerkt, wir haben halt mit 4 Leuten angefangen und ich denke, dass wir jetzt Ende des Jahres die 30 voll machen werden. Wir werden also 30 Personen im Team haben, das sind natürlich auch Dualstudierende dabei, Werkstudenten, Externe, aber auch Interne, die wir brauchen, um dieses Thema weiter voranzubringen. Und ich kann Ihnen sagen, natürlich ist es schwer, Personal zu finden, aber wenn Sie reinschreiben, dass Sie KI machen dürfen bei Ihnen, dann werden die Bewerberzahlen in die Höhe schnellen. Das ist also eine absolute Erfahrung, wenn Sie mit den Begriffen MLOps, DevOps, Data Scientist oder was auch immer kommen oder auch sagen, Gestaltung von KI, wird es Ihnen an Bewerbern nicht mangeln. Wir haben die Zeit vor ChatGPT gut genutzt, um herauszufinden, wo sind eigentlich die Anwendungsfälle, die wir brauchen, die wir in der Verwaltung brauchen. Wir sind jetzt kein fancy Tech-Unternehmen, sondern klar, wir sind die Landesverwaltung hauptsächlich
und wir haben wenig Personal, wir haben langwierige Prozesse, alles dauert. Das heißt, wir müssen in kleinen Schritten vorgehen und wir müssen Lösungen haben, die wir auch gut skalieren können. Deswegen haben wir uns 4 Geschäftsfelder rausgesucht, wo wir das meiste Potenzial im Moment sehen und wo wir auch schon Lösungen entwickelt haben. Das eine sind die klassischen Chatbots. Die werden meiner Meinung nach immer noch viel zu wenig eingesetzt, weil diese natürlich auch in den Fachbereichen viel Arbeit machen. Deswegen haben wir eine Chatbot-Plattform aufgebaut, in denen eben die Fachbereiche, die diese Chatbots dann einrichten, auch eigenständig agieren können, denn Inhalte müssen immer aktuell gehalten werden und angepasst werden. Das heißt, man kann ja nicht den Chatbot einmal dahinstellen und dann läuft er. Die Leute müssen befähigt werden, diesen auch zu pflegen, und das machen wir eben über unsere Chatbot-Plattform. Dann haben wir intelligente Automation, also klassisch RPA, Software-Roboter, die einen großen Nutzen bringen. Denn wir haben leider viele verschiedene Tools und Prozesse, die aus kleinen Schritten bestehen, wo halt es nicht ganz nahtlos ineinander übergeht. Und da brauchen wir eben Unterstützung, die viele repetitive kleine Schritte, klick mal eben hier, da muss ich das darüber kopieren, da muss ich das Tool aufmachen, da muss ich das noch da reinschieben. Das ist ganz viel Arbeit, die wir, mit dem wir täglich viele Leute, die eigentlich was anderes machen, aber trotzdem verbringen. Deswegen denken wir, dass diese intelligente Automation, also diese Software-Roboter, sehr viel unterstützen. Auch dazu haben wir inzwischen ein Tool, mit dem wir jetzt in der Lage sind zu skalieren und die ersten Prozesse auch eingerichtet sind. Jetzt kann man darüber streiten, ob das jetzt wirklich KI ist, aber ich glaube, die Diskussion wollen wir eigentlich gar nicht anfangen. Der Übergang ist da relativ fließend. Dann haben wir natürlich auch noch Daten. Wir haben ganz viele Daten in der Landesverwaltung, aber die Daten müssen natürlich auch zugänglich gemacht werden. Und es wäre natürlich auch super, wenn wir aus diesen Daten irgendwelche Rückschlüsse ziehen würden. Dazu gibt es natürlich eine Menge an Tools, die einem dabei helfen, aber dazu müssen auch die Daten erstmal entsprechend aufbereitet werden, damit sie überhaupt ausgelesen und ausgewertet werden können. Auch dazu haben wir inzwischen Services eingerichtet, mit denen man das machen kann und wo wir die Landesverwaltung unterstützen können. Das ist aus unserer Sicht auch immer noch ein riesiges Potenzial, was bis heute nicht richtig genutzt ist und wo wir halt so ein bisschen auch unsere Challenge haben zu sagen, da müssen wir eigentlich mal hin, dass wir wirklich unsere Datenauswertungen von, wir haben zum Beispiel als Beispiel Green IT, wie sind die Temperaturen im Rechenzentrum, können wir da irgendwie Energie sparen, bis hin natürlich zu Steuerdaten, zur Erkennung von Anomalien. Da ist natürlich auch unglaublich viel Geld, was dann natürlich als Return on Invest reinfließen könnte. Und dann gibt es jetzt natürlich noch den großen Teil der Sprachtechnologien. Den haben wir natürlich auch schon vor ChatGPT im Blick gehabt, weil was machen wir in der Landesverwaltung hauptsächlich? Wir schwärzen Papier oder im besten Fall Bildschirme. Das heißt, wir arbeiten mit Texten und sind sehr, sehr textlastig. Deswegen ist natürlich Sprachtechnologien das Thema für uns, auch von vorher. Das heißt, Erkennen von Texten, was steht da drin, wie können wir das zuordnen, vor allem bei unstrukturiertem Schriftgut, was ja auch in der inneren Verwaltung hauptsächlich vorkommt, wie kann das weiterverarbeitet werden, wie können wir Speech-to-Text sichtbar machen, all solche Dinge, mit denen haben wir uns schon auch vor der generativen KI beschäftigt und da viele Workflows und auch Lösungen entwickelt, mit denen man weiterarbeiten kann. Zum Beispiel Tickets zu lesen, rauszulesen, wer ist der nächste Empfänger, wer muss als nächstes etwas machen, Posteingänge, die teilweise noch in Papier kommen, einzuscannen, zu lesen, was steht da drin, wer könnte der zuständige Sachbearbeiter sein oder das zuständige Ministerium sogar manchmal, und das dann entsprechend idealerweise kombiniert mit intelligenter Automation direkt als elektronische Laufmappe dann an die richtige Stelle zu schicken. Nun ist aber natürlich die generative KI an uns auch nicht vorbeigegangen. Das heißt, sofort als das kam, haben wir versucht, das nutzbar zu machen und sind damit in eine Teststellung bei uns in Nordrhein-Westfalen gegangen, haben eine Testgruppe herausgefunden, es haben sich viele freiwillig gemeldet, und dann in einem begrenzten Szenario, ohne personenbezogene Daten, weil alles in der Cloud, verschiedenste Nutzer das einsetzen lassen, und das Feedback war herausragend. Alle haben gesagt, obwohl es einen begrenzten Einsatzszenario gab, haben sie einen großen Nutzen daraus gezogen. Das heißt, wir haben uns gesagt, wir müssen den Zugang dazu ermöglichen, wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, damit alle in der Landesverwaltung damit Erfahrung sammeln können. Auf dieser Basis haben wir dann jetzt ein neues Produkt für uns aufgesetzt, den nennen wir den NRW Genius, den Verwaltungsassistenten.
den wir ja ab Ende des Monats dann auch bei unseren Ministerien in eine Testphase bringen werden, um halt herauszufinden, wie kann das am besten genutzt werden. Das heißt, wir geben dem Ganzen noch eine Oberfläche, die ein bisschen verwaltungsorientierter ist als einfach nur die Eingabezeile, die man sonst von ChatGPT kennt. Das heißt, wir sind davon ausgegangen, was sind unsere Einsatzszenarien, wie können wir, ja, wie denken wir oder wie wissen wir, dass wir in der Verwaltung arbeiten? Wir fassen Dinge zusammen, wir erstellen neue Texte, wir müssen Recherchen anstellen, wir müssen ja, Dokumente lesen, die wir dann natürlich hochladen und uns vielleicht nochmal schon mal zusammenfassen, was ist die Essenz daraus, um eben entsprechend Zeit zu sparen. Was uns dabei eben auch wichtig ist, ist halt, dass wir schon Anregungen geben oder die meisten Use Cases, die wir bisher kennen, schon also praktisch angeboten werden. Das heißt, in einfacher Sprache, als Text, als Fließtext oder gegliedert oder entsprechend verschiedene Dinge, die man sich vorstellen kann. Und das ist jetzt nur die erste Version, ja, die erste Iteration. Wir denken, dass das Produkt sich auf jeden Fall weiterentwickeln wird, dass es weitergehen wird und wir andere, ja, andere Szenarien haben werden und herausfinden werden, was nutzt der Verwaltung eigentlich am meisten. Uns ist dabei auch besonders wichtig, dass wir dieses Tool, also den NLV Genius, auch flexibel einsetzen können. Das heißt, wir haben kein festes LLM, also kein festes Sprachmodell darunter verdrahtet. Wir werden jetzt natürlich mit ChatGPT starten, einfach weil es im Testszenario am einfachsten ist. Aber wir möchten das flexibel gestalten und auch unterschiedliche ja, Sprachmodelle daran anbinden und auch unterschiedliche Umgebungen. Also wir starten jetzt natürlich auch erstmal in der Cloud. Wir wollen aber auch in anderen Clouds, jetzt nicht nur in Azure, sondern eben in anderen Clouds entsprechend auch Tests machen. Und haben natürlich auch als Ziel, das bei uns im Rechenzentrum als eigene Anwendung, wo dann eben auch personenbezogene Daten und interne Daten und vor allem ja, hochsichere Daten, sondern ich das mal in unserem Rechenzentrum eben auch verarbeitet werden, weil wir denken, dass dann der Nutzen noch weiter steigt. Mit dieser Flexibilität wollen wir herausfinden, was sind so die besten Einsatzszenarien und was eben auch eben wichtig ist, wie können wir die Menschen befähigen, herauszufinden, wie sie ihren Arbeitsplatz zukünftig gestalten werden. Denn sie müssen aktiv mitwirken, wie KI den Arbeitsplatz verbessern kann, vereinfachen kann und wo wir ja, das, was momentan ja bei allen in Überlast da ist, nämlich dass sie die Arbeit kaum noch bewältigen können, eben die Arbeit erleichtern können, wo das fehlende Personal nicht eingestellt werden kann. Wir versuchen dies auch in einem weiteren Schritt auch bundesweit anzubieten. Wir haben ein Tool entwickelt, das nennt sich jetzt NLV Genius Translate. Dazu gibt es heute parallel, findet ja hier oben, ich habe mir gesagt, das ist eine Etage höher, da gehe ich gleich noch hin, eine Veranstaltung der GAF Digital statt zur deutschen Verwaltungscloud. Und auf dem Cloud Service Portal werden wir den NLV Genius Translate, also ein Übersetzungstool anbieten, was sich jetzt schon in der Testversion im Cloud Service Portal befindet und ab Dezember dann beziehbar sein wird. Also wenn da Interesse ist, weise ich gerne auch nochmal auf die Veranstaltung hin. So, und jetzt sehe ich, dass meine Zeit abgelaufen ist und bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke, liebe Enrique, erstmal für die Einladung und Maria, danke für den tollen Vortrag. Ich fand es auch mega spannend, dir zuzuhören. Jetzt stehe ich nur genau vor dir, ich gehe mal in die Mitte. Für uns ist es gerade so, als wir gegen eine Wand reden würden. Ich hoffe, akustisch ist auf der anderen Seite ein bisschen besser. Sehr gut, prima. Ich habe jetzt auch gleich mal zum Start eine Frage. Mein Name ist Nina Böhm aus München. Und wer von Ihnen und euch kennt denn MuckGPT? Und wer hat MuckGPT schon mal gesehen? So, das ändern wir jetzt. Ich habe heute Morgen einen Screenshot gemacht, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn man immer über irgendwelche Themen spricht, ohne mal ein Bild zu sehen. Das ist wie mit der E-Akte. Da redet jeder drüber. Wenn man mal fragt, wer sie gesehen hat, dann sind die Hände auch relativ weit unten. Also, MuckGPT ist, wie bei euch, Maria, unser hauseigener ChatGPT. Ich habe einen Screenshot gemacht. Wir können mit dem chatten, wir können uns Dinge zusammenfassen lassen, wir können Brainstorming machen und ganz neu rechts oben leichte Sprache. Das ist gerade die Beta-Version. Die haben wir freigeschalten seit letzter Woche. Das heißt, es ist möglich, hoch
verwaltungslastige Texte da rein zu kopieren und in einem Ein-Zweizeiler nachher gesagt zu bekommen, was ist denn eigentlich in diesem Dokument überhaupt das Wichtige. Ich habe es jetzt einfach nur mal mitgebracht, damit ihr das alle gesehen habt. Ich würde jetzt gar nicht tiefer darauf eingehen. Mir geht es mehr um die Aussage, wie wir überhaupt mit KI bei der Landeshauptstadt München umgehen. Und zwar sehr spielerisch. Wir testen, wir probieren in geschützten Räumen mit Beta-Testern, wie jetzt dieses Thema leichte Sprache oder auch ganz zu Beginn, in einer ausgesuchten kleinen Gruppe in einem datensicheren Raum verproben wir Anwendungen, die mit KI zusammenhängen, um zu sehen, wie kommt es denn an, wird es überhaupt genutzt. Und ich habe heute Morgen auch nochmal mir Zahlen zuschicken lassen. Also unser MuckGPT, wir haben jetzt aktuell 5.500 aktive Nutzer bei der Landeshauptstadt München, was ich wirklich gut finde. Tägliche Prompts circa 1.500. Ich meine, das sind jetzt harte Zahlen. Die Frage ist ja auch immer, was bringt es mir denn? Ich weiß nicht, im privaten Kontext, wer von Ihnen nutzt denn ChatGPT? Mal die Hand hoch. Also wenn wir in der Verwaltung immer davon reden, naja, KI und Datenschutz und sollten wir das überhaupt machen, ist mein Credo immer, wenn Leute privat Dinge nutzen, erwarten sie das auch von einer Verwaltung. Unsere Prozesse sind langsam, wir kommen nicht hinterher, es gibt viel repetitive Aufgaben, die automatisiert werden können. Da bietet es sich einfach an, KI zu tun. Also für mich stellt sich schon lange nicht mehr die Frage, ob, sondern nur noch wie. Jetzt habe ich hier, mein privates Hobby ist Bildgenerierung mit KI. Ich habe da verschiedene Tools, die ich immer hin und her prompte und schicke und ein Bild mir generieren lasse und in einen anderen reinschicke und sage, mach mir das dann noch besser. Das ist mal ein Foto, das ich mitgebracht habe. Schwarz-gelb sind die Farben des Münchner Kindles, wie es auf dem Fake-Marienplatz in die Zielgerade einläuft. Das ist natürlich ein sehr weit tragendes Bild. Wie, so weit sind wir natürlich noch nicht. Auch wir kochen mit Wasser, auch ähnlich wie bei euch. Wir haben ein KI-Competence-Center, das haben wir 2024 gegründet. Da wird operativ an den Themen zu KI gearbeitet, es werden Use-Cases erarbeitet. Unser Team ist nicht ganz so groß wie bei euch. Wir hätten natürlich auch gern mehr Experten. Aktuell sind wir 7 Leute in diesem Team, aber wir versuchen wirklich auf Basis von Problemen eine KI zu finden. Nicht der KI wegen, wow, da gibt es eine KI, lass uns die einsetzen, sondern welche Probleme wollen wir denn konkret lösen? Jetzt habe ich mitgebracht die Ideen, die wir dieses Jahr umsetzen. Die passen natürlich gar nicht zu meiner Aussage Problemlösung, denn wir setzen um mit der Münchner Stadtbibliothek ein Empfehlungssystem. Also Leute, die das Buch Leo Lausemaus ausgeliehen haben, haben sich auch Conny ausgeliehen. Wow, schön, aber das ist doch keine Problemlösung. Nein, aber der Fokus dieses Jahr ist bei uns Lernen. Unsere Team lernt anhand von einfachen KI-Lösungen, wie wir zukünftig skalieren können. Welche Probleme ergeben sich mit solchen Algorithmen? Wie wird die Nutzerakzeptanz nachher mit den Bürgern auch? Wie kommt es dort an? Weil was perspektivisch sinnhaft ist, diesen Algorithmus zu nehmen, diese KI-Lösung und zu sagen, jemand, der im KVR einen Umzugsbescheid ausgestellt hat, einen Umzug machen möchte, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er im nächsten Schritt sein Kfz ummelden möchte. Also auf Basis von dem Empfehlungssystem der Münchner Stadtbibliothek wäre es irgendwann mal möglich, im KVR so einen Algorithmus zu implementieren. Das heißt, wir lernen gerade sukzessive mit einfachen Anwendungsfällen, wie wir künftig skalieren können und spannende Use Cases erarbeiten können. Ein großes Thema, das bei uns auch noch ist, ich weiß nicht, Maria, wir hatten uns ein bisschen ausgetauscht, wir konzentrieren uns auch sehr stark auf die Bürgerinteraktion, also nicht nur in der Verwaltung, sondern eben auch KI für den Bürger und ganz neu für den Touristen. Wir haben unheimlich viele Touristen, Henrike, du hattest es erzählt, also auch da wird der Touri Assist in den nächsten Monaten auf den Markt kommen, der mit Touristen in der Stadt München interagieren kann. Jetzt möchte ich euch noch einen kleinen Preview mitgeben. Wir haben die KI-Potenzialanalyse die letzten Wochen und Monate gemacht. Ich nenne es immer die OB-Liste. Warum die OB-Liste? Der Oberbürgermeister Reiter hat alle Referate angeschrieben und hat gefragt, ja, was habt ihr denn für coole Ideen zum Thema KI? Habt ihr was in der Pipeline? Bereitet ihr da überhaupt schon was vor? Und ist dort auf die Digitalisierungsmanager zugegangen. Das sind meine Pendants in den Referaten. Also ich selber sitze im IT-Referat, aber jedes Referat hat auch einen eigenen Digitalisierungsmanager. Ich habe einen schon da drüben entdeckt. Hallo Gabriel, schön, dass du da bist. Und die haben Use Cases zurückgemeldet. Es war gefragt nach einer ersten groben Einschätzung.
Was glauben Sie und Ihr, liebe Digi-Manager und liebe Referate, wie wichtig ist es denn strategisch, euer Use Case in dem Referat? Wie hoch sind denn die Potenziale für eine Qualitätssteigerung, eine Effizienzeinsparung und die Geschwindigkeit? Was ist natürlich passiert? Jedes Referat hat uns zurückgemeldet, mein Use Case ist der spannendste, der schnellste, der beste und ist natürlich strategisch super sinnvoll. Dann saß unser Team da mit 283 Use Cases, mit der Bitte, diese natürlich so schnell wie möglich, am besten bis Ende des Jahres umzusetzen. Was wir gemacht haben ist, wir haben uns diese 283 Use Cases angeschaut, wovon mehr als 70, das möchte ich auch nochmal sagen, im direkten Bürgerkontakt stehen. Also wir denken auch über die Verwaltung intern hinaus in Richtung Bürger. Wir haben die rausgestrichen, die einfach überhaupt nicht umsetzbar sind. Also da waren fixe Ideen mit Social Scoring und dann können wir mal gucken, dass die Leute nicht über Rot gehen. Sowas haben wir natürlich rausgestrichen. Also die Liste wurde immer kürzer und kürzer. Dann haben wir die Themen zusammengefasst und haben gesagt, okay, wenn irgendwie ähnliche Themen wie Agenten oder LLMs dahinter stehen, haben wir das mal versucht zu clustern, wo überschneiden die sich. Und am Schluss haben wir noch eine strategische Bedeutung dahinter gelegt. Die Aussage war, je mehr Referate von diesem Use Case profitieren, umso sinnvoller ist es, den zeitnah umzusetzen. Umso dringlicher und zeitkritischer es auch für die interne Verwaltung, für die Prozesse ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass wir es umsetzen. Am Schluss kam eine Shortlist mit 20 Use Cases raus. Diese Shortlist liegt gerade bei den Referaten. Die geht hoffentlich im November oder Dezember in den Stadtrat. Und wir wollen den Stadtrat und die Politik darüber informieren, was wir denn nicht alles Tolles tun könnten, wenn wir genug Geld hätten. So die Aussage dahinter. Nächste Woche sind die Digitalisierungsmanager bei uns im KI-Kompetenzcenter eingeladen und dann wird genau dieser Prozess nochmal en Detail preisgegeben. Das heißt, es ist auch jetzt eine kleine Preview hier gewesen. Jetzt habe ich noch ein Bild mitgebracht, auch von mir erstellt, also mein Copyright. Wobei auch da ist immer die Frage, wenn es die KI erstellt, wem gehört das Copyright? Aber es ist mein geistiges Eigentum. Ich habe ein Bild erstellen lassen und die Kernaussage, die ich hier nochmal mitbringen möchte. Wir reden alle über KI, hier ist überall KI. Ich glaube, fast jede Session hat irgendwas mit KI zu tun. Im Endeffekt ist KI aber nur eine Technologie. Vor 50 Jahren, als es anfing, dass die Computer in die Büros kamen und die Leute haben aufgeschrien, ja, aber die Computer nehmen ja unsere Arbeitsplätze weg und wenn da nur noch der Computer alles macht, was arbeiten wir denn dann eigentlich? Ich meine, wir sind ja immer noch alle da. Und Gott sei Dank haben wir Computer, sonst hätten wir die Pandemie nicht so mit einem blauen Auge überstanden. Wir können von zu Hause arbeiten, wir können uns gegenseitig vernetzen. Und die Leute, die damals nicht mitgegangen sind und ich übertreibe jetzt, sich weigern, E-Mails zu schreiben, das sind halt die, die nicht mehr mit dabei sind. Also jetzt stellt sich die Frage, wenn KI einzieht in unsere Büros, welche Qualifikationen müssen wir mitbringen und uns verändern, um in 50 Jahren auf so einem schönen Bild zu sitzen und dann sagen die Leute über uns, naja, da hat ja auch keiner gesagt, nee, mache ich nicht mit. Das ist so ein bisschen, was ich als Kernaussage aus München auch mitgeben möchte. Die Stadt München beschäftigt sich nicht nur operativ im KI-Kompetenzcenter mit dem Thema KI, sondern wir haben uns darüber Gedanken gemacht, was fehlt unseren Mitarbeitern, um mit gutem Gewissen mit KI zu arbeiten. Und ganz klar, irgendwelche Rahmenbedingungen. Die Leute wissen ja gar nicht, darf ich das jetzt, darf ich das nicht, muss ich was berücksichtigen? Die hochtrabende KI-Strategie haben wir vermieden. Wir haben gesagt, es gibt eine Digitalisierungsstrategie, die gilt für die ganze Stadt München. Und nochmal die Aussage, KI ist eine Technologie. Und deswegen haben wir uns überlegt, eine strategische Positionierung als neues Produkt zu etablieren. Der erste Präzedenzfall, das Thema KI. Es werden weitere Positionierungen kommen, das Thema Cloud. Es gibt andere Technologien, die genauso wichtig sind. Diese strategische Positionierung ist jetzt, die Tinte ist noch nicht mal trocken. Also das ist auch so ein kleiner Preview. Wir sitzen gerade an der Kommunikation. Die wird jetzt die nächsten Wochen und Monate in der Stadt München verteilt. Und wir haben uns bestimmten Säulen gewidmet, wo wir gesagt haben, ist der größte Mehrwert für die Landeshauptstadt München, für die Mitarbeiter eine Aussage zu treffen. Welche Anwendungen gibt es? Wie müssen Organisationsstrukturen aussehen? Was sind überhaupt technologische Voraussetzungen und wie muss die Architektur aussehen? Der Mensch bleibt im Fokus, also haben wir auch Aussagen zu den Menschen getroffen.
Und ein ganz, ganz großes Thema, das uns als Team am Herzen liegt, ist das Thema Ethik und Regulation, weswegen wir auch den Datenethikkodex geschrieben haben, der nächste Woche, meine ich, im Stadtrat vorliegt. Also wir beschäftigen uns nicht nur mit der operativen Ausarbeitung von KI, sondern wirklich, wir versuchen, einen Großteil der Mitarbeiter der Stadt München mitzunehmen. Letzte Woche hatte ich für den Gesamtpersonalrat einen KI-Workshop organisiert, weil die Leute, die nachher für den Menschen einstehen in unserer Stadt, in der Landeshauptstadt München, müssen Entscheidungen treffen. Und meiner Meinung nach ist in diesem Kontext einfach Wissen ist Macht. Wenn ich im Personalrat bin und eine Entscheidung über KI treffen soll, wäre ich wahrscheinlich erstmal abgeneigt, wenn ich überhaupt nicht weiß, was das ist. Was sind die Chancen und Potenziale? Also auch hier, wir versuchen, die verschiedenen Bereiche der Stadt München, die Mitarbeiter mitzunehmen, aufzuschlauen und ihnen hier zu helfen. Wir haben auch innerhalb unserer Stadt ganz viele Möglichkeiten, über das KIK Weiterbildungsprogramme zu buchen, in denen man sich eben über die Grundanwendung von MuckGPT informieren kann und sich damit auseinandersetzen kann. Und last but not least hatten wir im Juni ein wunderschönes KI-Hearing, das war vom Stadtrat initiiert. Die hatten uns gebeten, zum Thema KI ein Hearing zu veranstalten, wo wir die Politik einladen, mit der Bitte, liebe Nina, erstell uns doch eine Vision für München 2050. Hahaha, also ich kann doch nicht mal eine Vision für München 2030 erstellen im Kontext von KI. Da habe ich einen kleinen Kniff gemacht und habe ein Startup in München angeschrieben. Die machen auf Basis von KI Filme. Und dann habe ich die einen Film über München 2050 erstellen lassen, nur mit KI. Bilder KI, Text, alles KI. Wer sich den angucken will, gibt einfach auf YouTube ein München 2050 mit diesem wunderschönen Startbild. Es ist super ironisch und überspitzt, aber das ist so die Vision für München 2050. Und jetzt bin ich genau auf den Punkt zu Ende und darf an die Henrike übergeben und sage vielen Dank. Alles gut. Vielen Dank, Maria, vielen Dank, Nina. Nina, du hast gesagt, ihr kocht auch nur mit Wasser. Das würde ich erstmal so nicht stehen lassen wollen. Ich bin sehr froh, dass ich euch beide hier dabei habe. Es ist super spannend zu sehen, was schon alles passiert. Und genau, ich hoffe, da können sich einiges mitnehmen und Inspiration holen. Jetzt haben wir gesehen, ihr setzt beide schon auf das Thema Chatbots mit generativer KI. Wir haben Genius NRW oder NRW Genius, wir haben MuckGPT. Vielleicht könnt ihr noch mal einen Ausblick geben, weil das ja wahrscheinlich erst der Anfang ist. Was sind so die Szenarien, die Use Cases, die ihr seht, wo wir dann wirklich KI-Assistenten, Assistentinnen haben, die wir uns gar nicht mehr wegdenken wollen? Also wo kann man auch Themen wie demografischen Wandel, Fachkräftemangel, Personalmangel angehen, wo wir sagen, hier muss die Verwaltung effizienter werden, da haben wir wirklich einen Hebel? Ja, fange ich einfach mal an. Also ich glaube, ich hatte ja gerade schon gesagt, wir sind unglaublich textlastig und wir sind jetzt auch in den Tools, die wir haben, da geht es immer darum, dass irgendwer irgendwo einen Text eintippt und dann kriegt er eine Antwort als Text. Aber wir merken ja jetzt schon, vor allem jetzt durch die neue Version zum Beispiel von OpenAI, die rausgekommen ist, dass vieles jetzt mehr über Sprache gehen wird. Und ich glaube, das wird halt den großen Unterschied machen, wenn wir einfach nicht mehr nur tippen, Texte erzeugen, sondern tatsächlich per Sprache interagieren. Und dann habe ich auch den großen Mehrwert, wenn ich meinen digitalen KI-Assistenten, von denen ich schon träume, dass ich ihn bald haben werde, einfach sagen kann, was er für mich machen soll, der mir sagt, was heute dran ist. Also tatsächlich mir ganz viel Arbeit abnimmt. Und das ist, glaube ich, der nächste große Schritt, den wir da gehen werden. Ich denke da immer, ich weiß nicht, die Älteren werden das vielleicht kennen, an einen Film, da hieß, glaube ich, Der Ritter der Kokosnuss, wer den vielleicht noch kennt, ja, da kam irgendwie so ein Ritter, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Handlung ist, aber der kam irgendwie aus der Zukunft und der kam dann in die, ich weiß gar nicht, wann der Film entstanden ist, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, irgendwie so, und er sagte dann so Star Trek-like, so Computer, mach bitte, und dann tippen die so an, nee, hier die Maus, ja, du musst die Maus bedienen, und dann nahm der die Maus so in der Hand und sagte, Computer, ja, also der konnte sich irgendwie so gar nicht vorstellen, dass man das noch irgendwie da interagieren muss, und ich glaube, dieser Schritt, der ist jetzt schon sehr, sehr greifbar, weil wir das jetzt durch eben jetzt vor allem ChatGPT gerade mitbekommen, dass das passiert. Die haben ja auch gerade neu vorgestellt, dass sie sogar eine API haben, also Schnittstellen per Sprachsteuerung, und da bin ich sehr gespannt, wie das passieren wird, und deswegen denke ich, dass das, was wir jetzt vieles machen, noch so eine Überbrückungstechnologie ist und die dann in Sprachsteuerung irgendwann ja, übergehen wird und uns dann wirklich große Hilfe sein wird und viel selbstverständlicher für uns einzusetzen ist.
Nina, du hast ja auch schon gesagt, ihr habt sogar die Referate gefragt. Einen kleinen Sneak Peek hast du schon gegeben aus der Bibliothek. Gibt es noch andere Cases, wo du vielleicht schon verraten kannst, sie sind in euren Top 10? Da glaubst du, wenn das in der Pilotierung erfolgreich ist, dann könnte das der nächste SZ-Artikel nach MuxGPT sein? Ja, also ich bin ja immer für Transparenz und Offenheit und ich glaube, wo KI am meisten Sinn macht, ist immer in dem Kontext auch, wann ist KI smart, wenn es wirklich diese Probleme löst. Und ich weiß, wir hatten gestern kurz auch mal in einem Vorgespräch gesprochen, wir haben momentan unheimlich große Probleme beim Thema Wohngeld. Also ich weiß nicht, wie das in anderen Kommunen ist. Wir schätzen mal, oder? Was glaubt ihr, wie lange es dauert, wenn ich einen Wohngeldantrag bei der Stadt München einreiche, bis ich da eine Rückmeldung kriege? Wir müssen drei Antwortmöglichkeiten. Magst du die zur Auswahl geben? Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige dabei. Aber ja. Okay, wir probieren es mal. A ist 5 Monate, B ist 9 und C ist 12. Also wer glaubt an A, es dauert 5 Monate für die Bearbeitung des Wohngeldantrags? B 9 Monate und C 12. Ah. Also wow, wir sitzen, haben jetzt Experten, also 9 Monate, also zwischen 9 und 12 Monaten ist aktuell richtig. Und das geht nicht. Da sind Leute, die wirklich darauf angewiesen sind, ihre Wohnung zu bezahlen und warten auf eine Rückmeldung und in der Zwischenzeit kriegt jemand anders ein Kind in 9 Monaten. Wir müssen bei solchen Problemen einfach schneller werden, effizienter. Und wir haben 90% der Wohngeldanträge, wissen wir im Voraus schon, dass sie nicht genehmigt werden, weil die Grundvoraussetzungen überhaupt nicht stimmen. Das heißt, weil die Person zu viel Geld verdient oder weil irgendwelche anderen Sozialleistungen bezogen wurden. Und es kann eben nicht sein, dass wir dann bei 90% der Fälle, also wir sind dazu verpflichtet, diesen Antrag anzunehmen, den durchzulesen, den zu beantworten und zurückzuschicken. Und wenn wir schon mal diese falschen 90% ausmerzen könnten oder mit Dringlichkeitserkennung sagen können, das ist eine Familie mit 5 Kindern und wenn wir morgen nicht antworten, sitzen die auf der Straße. Und wenn es dafür eine KI gibt, dann verstehe ich gar nicht, wieso wir noch über das Thema machen wir KI überhaupt diskutieren. Und das ist so ein Thema, das haben wir zum Beispiel auf dieser Agenda, die jetzt gerade geschrieben wurde, auf dieser Roadmap ziemlich weit oben liegen. Es löst ein Problem, es ist technisch machbar. Wieso schaffen wir es nicht, in der Pilotphase sowas einfach mal zu verproben? Und immer, ja, die Verwaltung wird immer noch mal ein Auge drüber haben. Die KI wird nicht als Roboter einen Antrag annehmen und ungesehen das Ding wieder rausschicken. Es geht einfach nur darum, unsere Mitarbeiter zu entlasten und die Systeme effizienter zu machen. Ich glaube, wir sind uns einig und wahrscheinlich auch im Publikum, dass die Technologie hier ziemlich viele Potenziale bringt. Und weil ihr eben beide nicht nur in der Theorie darüber sprecht, sondern auch praktisch Dinge schon erprobt habt, probiert habt, würde mich nochmal interessieren, wie ihr diese kulturellen Themen angeht und auch diese Skepsis überwindet. Weil was wir wahrnehmen ist, wie gesagt, viele sehen das Potenzial, aber ganz oft kommt natürlich der Einwand, der Datenschutz hat uns nicht die Freigabe gegeben. Wir haben nicht die Mittel dafür. Also wie habt ihr es geschafft, dass ihr tatsächlich schon in der Pilotierung seid, dass MuxGPT zum Beispiel schon ausgerollt ist? Was könnt ihr auch der Runde mitgeben? Weil ich schon glaube, dass hier 2 Vorreiterinnen sitzen. Fang du mal an. Ich sage, okay. Also zum Thema Kultur finde ich es immer ganz wichtig, es muss einfach eine Kultur der Transparenz und Offenheit sein. Diese Positionierung, die wir da schreiben, wir wollen, dass die Stadt München, unsere Mitarbeiter immer ein Teil davon sind. Wir haben die Digitalisierungsmanager etabliert. Wir wollen mit den Leuten aus den Referaten wirklich reden. Weil was das große Problem ist, wir sind jetzt hier alle technisch irgendwie affin und ich sitze im IT-Referat. Wir vergessen aber, dass die Landeshauptstadt München auch Arbeiter hat, die in der Abfallwirtschaft arbeiten. Wir haben Sozialarbeiter, die sind Streetworker. Wie erreichen wir die? Also welche Möglichkeiten und Chancen haben die? Also wir dürfen nicht immer an unserer IT-Bubble denken und sagen, ja, aber ist ja voll klar, ich nutze ChatGPT privat. Manche Leute haben noch nicht mal Computer zu Hause. Also wie können wir es schaffen, dass wir einen Großteil mitnehmen? Und ich glaube, das ist ganz viel durch Arbeitserleichterung, durch Begeisterung, durch den Einsatz, durch die Anwendungsfälle. Und jetzt kommt wieder dieses Hochtrabende und Fehler zulassen. Ich kann das auch mal falsch einsetzen und mir wird nicht der Kopf abgerissen. Und dafür brauchen wir Freiräume und so ein bisschen diese Kultur des Erprobens, wo auch der Datenschutz mal sagt, ja, da spiel, tob dich aus, mach, was du willst, da kann nichts kaputt gehen. Und ich glaube, das müssen wir mehr fördern. Ja, das ist natürlich sehr vielfältig und die Aspekte, die du genannt hast, Nina, sind natürlich absolut richtig. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, dass wir in vielen Bereichen tatsächlich einen großen Druck haben. Du hast ja auch gedacht, die Anträge dauern viel zu lange. Wir haben auch viele Bereiche, die absolut untergehen in ihrer Arbeit und hilfesuchend sich danach nach Lösungen umschauen. Und wenn wir dann solche Lösungen
ermöglichen können, müssen wir natürlich auch für Transparenz sorgen. Ne? Was ist in diesem Bereich möglich? Was ist aus Datenschutzgründen zum Beispiel nicht möglich? Aber wo können wir sagen, wir können ein Szenario herstellen, was genau für diesen Kontext passend ist und wo eben auch entsprechend alle Regelungen, soweit denn schon bekannt, also das muss man ja immer dazu sagen, es ist ja so viel in Bewegung, dass man bei vielen Sachen überhaupt noch gar nicht weiß, wie das denn mal geregelt sein wird oder geregelt sein könnte. Und jede Regelung, die man aufstellt, ist vielleicht morgen schon wieder obsolet, weil es schon wieder was Neues gibt. Ja? Das heißt, wir müssen immer dranbleiben, immer wieder prüfen, wie weit sind wir, wie weit können wir sein, wie weit können wir gehen und eben für Transparenz sorgen bei allen Beteiligten, was damit passiert, was mit den Daten passiert, wo sie genau liegen, wo wir sie hinlegen können, wo sie hochgeladen können, welche Qualität ist und manchmal tatsächlich auch wir Nein sagen und sagen, nee, das ist unter den jetzigen Umständen halt noch nicht möglich, dass wir sowas machen, weil wir A, die Infrastruktur nicht haben, um das bei uns im Rechenzentrum zu machen und die Daten zu sensibel sind, dass wir sie jetzt in eine Cloud laden könnten. Und das ist dann auch Glaubwürdigkeit, wenn wir selber auch sagen, nein, das geht nicht. Also das machen wir halt auch hin und wieder, einfach weil es das Setting ja nicht hergibt. Ja. Wenn wir jetzt sagen, die Technologie ist da und kulturell haben wir uns auch Experimentierräume geschaffen, um das Ganze umzusetzen, anzugehen, dann brauchen wir ja immer noch ein Team dafür. Wir brauchen gewisse Fähigkeiten, gewisse Skills. Habt ihr da schon Erfahrungen gesammelt, auf was sich jetzt die Verwaltung vorbereiten muss? Nach was müssen wir schauen? Nach welchen Talenten oder welche Kräfte müssen wir jetzt noch mehr oder neue Fähigkeiten noch mehr ausprägen? Wie kann man sich personell schon darauf vorbereiten? Ja, also da möchte ich jetzt vielleicht mal auf einen ganz bestimmten Aspekt eingehen. Also es gibt da sicherlich ganz, ganz viele. Aber wenn ich mich jetzt hier so umschaue, ja, da sehe ich ja, ne, ohne allen jetzt zu nahe zu treten, sehr, sehr viel Erfahrung hier sitzen. Ja. Was ich hier aber sehr vermisse, sind halt junge Leute, ja, also wo sind dann hier die Anfang 20-Jährigen? Die sind halt, kommen bei uns in der Verwaltung ganz, ganz wenig vor. Und ich glaube, das ist halt ein riesen Manko. Ja, das kenne ich halt aus anderen Umgebungen, ne? Vor allem in Start-ups, ne? Also tatsächlich die Unternehmen, die ja auf große KI-Unternehmen setzen und auch neue Forschung machen, die setzen halt ganz, ganz viel auf das, was praktisch frisch aus der Uni kommt oder noch auf der Uni ist oder auch in der Ausbildung, also die tatsächlichen Digital Natives, die da ganz anders dran gehen, die eine ganz andere Selbstverständlichkeit darauf haben. Und das ist, glaube ich, also für mich immer ein Punkt, wo ich denke, da lassen wir ganz viel Potenzial liegen. Deswegen bemühen wir uns auch bei uns im Bereich, sehr viele Dualstudierende, Werkstudenten, Azubis reinzuholen, weil wir glauben, die gehen viel natürlicher mit allem um und von denen können wir extrem viel lernen. Ja? Die können von uns Erfahrung lernen und wir können von denen lernen, wie geht man damit um. Und das ist für mich ein extrem wichtiger Aspekt, der halt in der Verwaltung immer noch sehr vernachlässigt wird. Denn auch so eine Praktikumskultur oder so, die haben wir, klar, also da bemühen wir uns auch, sehr viele Praktikanten reinzuholen. Das macht immer Arbeit, aber das, was wir davon zurückbekommen, ist zum einen ganz viele Impulse und im Idealfall auch direkt wieder neues Personal. Denn die Erfahrung, die wir machen, das heißt, wenn wir Praktikanten, wenn wir Dualstudierende haben, Werkstudenten, die wollen dann bei uns bleiben. Okay, wir haben jetzt das KI-Thema, aber wir haben auch andere Themen bei uns und da machen wir die gleiche Erfahrung. Und dieses Potenzial sollten wir echt nutzen und viel mehr den jungen Leuten Chancen geben und anerkennen, dass wir von denen lernen müssen. Nina, was reizt denn dich persönlich, KI-Strategie bei der Landeshauptstadt München zu machen und nicht bei der BMW oder bei der Siemens, die ja auch vor Ort sitzen? Guter Punkt. Also ich war vorher beim Automobilhersteller, allerdings in Ingolstadt. Und ich bin absolut nicht mit der Unternehmenskultur klargekommen. Also erstmal ich und Autos ist so, wer mich kennt, ist jetzt nicht so der perfekte Match. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich möchte eigentlich eher was machen, dieses große, ja, irgendwas mit Purpose. Ich weiß nicht, ob das schon so eine Vorstufe von Midlife Crisis war. Da bin ich zur Stadt gegangen und dann musste ich erstmal die Ehe-Akte machen. Das war ja unheimlich ernüchternd. Und jetzt bin ich froh, dass ich etwas tun kann, was mir wirklich Spaß macht. Weil ich glaube, wie gesagt, auch wir sehen es ja, man nutzt Themen privat. Und ich glaube, wenn man hinter einem Thema steht und sich damit irgendwie gut fühlt und es interessant findet und es weitertragen möchte, dann brennt man auch dafür.
Und dann stellt man sich die Frage, wie kriege ich denn den ganzen Laden da mit? Natürlich werde ich das niemals erreichen. Ich glaube, dafür habe ich gar nicht genug Arbeitszeit. Aber deswegen bin ich einfach bei der Stadt, weil ich sage, da sind so viele Potenziale, weil ich viel sehe, was nicht richtig läuft, was nicht richtig gut funktioniert. Und da kann man einfach einen Mehrwert stiften. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was die jungen Leute irgendwie reizen könnte. Hey, du lebst in einer Stadt oder du kannst hier einen Beitrag liefern zu einer Gesellschaft, indem du in verschiedensten Bereichen aktiv wirst. Und dann auch diese Thematik, und wenn es mir dann im IT-Referat nicht gefällt, dann gehe ich vielleicht in irgendein anderes Referat und kann trotzdem innerhalb meines Arbeitgebers bleiben und meine Fähigkeiten dort weiterentwickeln. Also ich finde, das macht es irgendwie so spannend. Und das KI-Thema ist, wie gesagt, eine Technologie, die einfach als Querschnittsfunktionalität durch alle Referate geht. Also deswegen ist das gerade so der perfekte Match für mich. Sehr schön. Ich schaue mal ins Publikum. Hier sitzen so viele Gesichter und wir haben noch ein bisschen Zeit. Das heißt, falls jemand die Möglichkeit nutzen möchte und auch mal eine Frage zu uns aufs Panel werfen möchte, wäre jetzt eine gute Gelegenheit. Da gehen schon die Ersten. Das ist kein gutes Zeichen. Das ist eine Meldung. Das ist eine Meldung. Perfekt. Das Mikrofon kommt auch schon und dann gehen wir noch mal ein bisschen Interaktion in den letzten 10 Minuten. So, herzlichen Dank. Ich bin tatsächlich auch ein Kollege von der Nina, auch aus München. Ich sage jetzt mal, ein bisschen eine Warnung auch hier geben wollen. Das ist ein Hype-Thema KI, das von der Politik besetzt wird, so wie das vor 3 Jahren oder so Blockchain war. Und da tendieren wir dazu, ich sage jetzt mal so, 3 Fehler zu machen oder ich sage jetzt mal so zumindest in ein schlechtes Fahrwasser zu kommen. Das eine ist, diesem Anspruch, wow, jetzt kann man doch da viel machen, macht mal mit KI, dem nachzukommen und dann eine Technologie für die Einsatzfelder uns zu suchen, anstatt zu suchen, was sind die größten Probleme, die wir eigentlich haben, an die wir ran müssen, wie das Wohngeld, dafür braucht man nämlich keine KI, das sind einfach nur Dinge, wo man prüft, erfüllt der Kriterien ganz normal, prozedural, kann man da sagen, nee, zu viel Gehalt geht nicht. Also das, ich sage jetzt mal, auch abzulehnen, zu sagen, wir laufen diesem Hype sofort hinterher, bei allen Potenzialen, die da sind. Das Zweite ist, an die Politik zurückzuspiegeln, wo wir Probleme haben. Das liegt genau daran, dass die Rahmenbedingungen sehr häufig einfach nicht geeignet sind, dass wir mit der Digitalisierung vorankommen, weil wir in Fachgesetzen Unterschriften gefordert sind oder Ähnliches. Und die müssten geändert werden, dann könnten wir viel schneller vorankommen, als auf diese neue Technologie als Hype aufzusetzen. Und das Dritte, finde ich, ist, es ist klasse, dass wir uns damit beschäftigen, aber auch hier so in diesem föderalen System, da laufen 5 Bundesministerien rum, man muss sich nur gestern anschauen und heute. 16 Bundesländer und noch ein paar große Städte. Jeder entwickelt sein Datenethikkodex, seine KI-Strategie, seine Strategieethik, macht eine datenschutzrechtliche Prüfung und wir machen 50 Mal in dieser Republik das Gleiche. Das ist nicht effizient. Also auch da würde ich mir wünschen, dass man ein bisschen dann zentraler das angeht und ich fände es klasse, wenn es in der Deutschland-Cloud eine Instanz gäbe, die einfach die ganze Verwaltung, so ein Large Language Model benutzen könnte, das geprüft ist, das eingesetzt werden kann und dann wären die Hürden viel, viel geringer, als wenn da jeder selber bei uns anfängt, was zu machen. Vielen Dank für die Punkte. Für den dritten bräuchten wir jetzt wahrscheinlich jemanden aus der Politik hier. Aber das erste Thema war das Thema KI ist ein Hype und wir müssen damit gesund umgehen. Glaube ich auch eine Headline, die wir schon öfters gelesen haben. Maria, du hast ja auch am Anfang gesagt, es war schon eine Technologie, die hat ja anders begeistert als andere. Vielleicht nochmal eure Einschätzung. Wie geht ihr mit diesem KI ist doch nur ein weiterer Hype? Wie geht ihr damit um? Wie relativiert ihr das? Wie stellt man das auf gesunde Füße? Dann, oder seht ihr das auch genau, so? Ja, dann antworte ich vielleicht direkt. Rudi, danke für deinen Input. Ich sehe es genauso, deswegen hatte ich vorhin das Bild mitgebracht. Die Computer sind auch nur ein Teil gewesen und auch KI bleibt eine Technologie. Und ich glaube, dass wir in Zukunft gar nicht mehr wissen, ist da jetzt eine KI drin, ist es nicht. Und es interessiert uns auch nicht. Der Enduser, den interessiert es nicht, was für eine Technologie hinter bestimmten Themen liegt. KI wird im Bauch eines jeden IT-Systems sein.
Und deswegen glaube ich auch, es würde jetzt gehypt, weil es alles so modern ist und alle, also es war wahrscheinlich gute Marketing, es sind große Konzerne dahinter. Nichtsdestotrotz muss man einfach dieses Thema den Menschen näher bringen und diese Angst zu nehmen, damit sich jeder wohl auch damit fühlt. Und irgendwann wird, keine Ahnung, in 5 Jahren wird hier auf der Smart Country Convention wahrscheinlich niemand mehr KI-Panels 3-mal am Tag halten. Da wird es halt das nächste Thema sein, wie du gesagt hast, Blockchain. Also das Thema ändert sich und jetzt sind wir halt gerade da in so einem Hype-Thema und ich glaube aber, dass man sich doch dessen bewusst einfach sein muss. Ja, KI ist ja eine Weiterentwicklung praktisch der Informatik, also es ist einfach nur eine Spezialisierung in der Informatik. Und es hat einfach eben dieses Riesenpotenzial und wir merken halt schon, wie es ja überall einzieht. Und natürlich ist es ein Hype, der, ne, gerade wir ja auch merken, dass wir überall angefragt werden zurzeit. Aber wir sollten diesmal nicht den Fehler machen, wieder zu lange zu schlafen und wieder hinterherzulaufen. Also was wir bei vielen Sachen ja machen, bei der Cloud ja auch, wir als Verwaltung hängen bei der Cloud hinterher, weil wir es verpasst haben, frühzeitig drauf aufzuspringen und mitzumachen. Und jetzt haben wir die Chance eben, auch ich meine, klar, auch bei der KI sind wir eigentlich schon zurück, aber im Moment noch eben so weit, dass wir noch irgendwie mithalten können. Und wir müssen halt die Anwendungsfälle, natürlich sollen wir die nicht suchen, die liegen ja eigentlich auf der Hand, wo wir es alles einsetzen können, aber wir müssen uns dazu befähigen, das zu tun. Und das können wir nur, wenn wir dazu Wissen aufbauen, wenn wir dafür werben und dafür sind eben ja auch die ganzen Panels hier gut, darüber zu reden, wo passt es rein, wo nicht, wo können wir es einsetzen, wo nicht, weil wir da, glaube ich, noch in der Verwaltung sehr speziell sind, zum Beispiel auch bei Sprachmodellen. Wir brauchen in der Regel kein Sprachmodell, was das gesamte Weltwissen hat, sondern wir brauchen ein Sprachmodell, was genau in diesem Fall die richtigen Lösungen liefert. Ja? Und da müssen wir das halt genau da antrainieren. Das gibt es aber bisher noch nicht. Und das wäre natürlich super, wenn wir eben gemeinsame Lösungen nutzen und nicht jeder das Rad neu erfindet. Ja. Das heißt, wir müssen im Austausch sein, aber das ist momentan eben schwer. Die Zusammenarbeit findet zurzeit eher so im Networken statt. Weil vertragliche Zusammenarbeiten nicht möglich sind. Auch dazu werden ja jetzt über die deutsche Verwaltungscloud FITGO, Gafi Digital Lösungen gefunden. Ich hoffe, dass wir da auch einen großen Schritt machen werden, dass wir Lösungen gemeinsam nutzen können. Und wenn das Cloud-Service-Portal da zum Beispiel eine Hilfe ist, wären wir super dankbar, wenn wir gemeinsam die Lösung nutzen können, auch auf gemeinsamen Systemen oder unterschiedlichen Systemen, wie auch immer. Also da muss es hingehen, da müssen wir weiter dran ziehen, dass das auch wirklich so funktionieren wird. Noch ein Punkt, was ich merke in letzter Zeit, also ich bin jetzt seit 8 Jahren im öffentlichen, oder knapp 9 Jahre im öffentlichen Dienst unterwegs. Am Anfang hatte die Verwaltung schon immer noch ein sehr starkes Bedürfnis, alles selber zu machen, neue Technologien selber zu entwickeln, im eigenen Rechenzentrum aktiv zu sein. Was ist für euch so das Umdenken, vielleicht auch jetzt mit generativer KI, dass man sagt, okay, unsere Fachkompetenz ist die Verwaltung und andere bringen die Kompetenz der Technologie mit und wenn wir das jetzt akzeptieren, dass wir gemeinsam schneller nach vorne gehen können, dann ist das der richtige Weg. Hat da ein Umdenken stattgefunden in den letzten Jahren oder wie ist dieses Zusammenspiel im Kontext der generativen KI? Wie nehmt ihr das wahr? Ja, also ich denke, es ist uns ja allen klar, dass wir das nicht selbst entwickeln können. Ja? Also wir würden jetzt nicht in der Verwaltung ein neues Sprachmodell entwickeln. Warum sollten wir das? Es gibt halt so viele neue Sachen, die an den Markt kommen. Wir haben auch viele Lösungen. Also praktisch für alles kann man irgendwas finden, was es schon am Markt gibt, ob Open Source oder was auch immer. Und das Tolle ist ja, oder dass man sich das angucken kann, passt das für uns, müssen wir da vielleicht noch ein paar Sachen dran ändern und dann zum Einsatz bringen. Auch da wissen wir, diese Lösung, zumindest jetzt ja im KI-Kontext, wir können gar nicht wissen, wie langlebig die sind. Ja? Also wie lange wird man das nutzen? Ne? Wann kommt die nächste Stufe? Wann ist das weiter? Und da können wir praktisch nur auf Produkte setzen, die es schon gibt. Und eine Eigenentwicklung wäre zu teuer und viel zu langwierig. Und auch ganz klar, ich möchte auch unseren Entwicklern nicht zu nahe treten, wir haben ganz, ganz tolle Entwickler, aber dass die jetzt auf dem Niveau dann ganz so schnell eigene LLMs oder sowas entwickeln können, das Personal haben wir tatsächlich in der Verwaltung nicht.
Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Same. Also ich hätte genauso geantwortet. Ich hätte gesagt, es macht ja auch gar keinen Sinn, ein Sprachmodell von neu auf zu erfinden. Ich empfinde ja auch, Microsoft Office würde ich ja auch niemals selber programmieren und sagen, ja, dann habe ich es gemacht. Also es gibt Lösungen, wo es einfach Sinn macht, die einzukaufen. Aber ich meine, es kennt jeder, die Haushaltslage ist momentan leider so, dass es nicht so ist, dass ich meinen Wagen vollladen kann und sagen kann, oh Mensch, kaufe ich alles ein. Deswegen muss man eben immer gucken, wo macht es Sinn, Dinge einzukaufen, wo ist es möglich und wo macht es Sinn, eben auf Eigenkreation zu setzen und zu sagen, da implementieren wir was, auch im Sinne der Kompetenzaneignung. Wenn wir alles von außen einkaufen, haben wir bei der Stadt keine Kompetenzen. Also da sind, glaube ich, ganz viele Facetten wichtig zu berücksichtigen. Mit Blick auf die Zeit. Erstmal vielen Dank an euch beide, dass ihr hier so offen mit uns eure Reise geteilt habt, eure Erfahrungen. Ich sehe oder ich höre viel Mut und viel Motivation und eine gewisse Skepsis oder eine gesunde Skepsis ist natürlich auch immer bei dem Thema sehr, sehr angebracht. Deswegen erstmal vielen Dank, dass ihr da wart und schon mal einen großen Applaus, bevor noch eine Abschlussfrage kommt. Genau, noch ein Gedanke. Ich glaube, den Föderalismus können wir hier in der Runde auch nicht überbrücken, aber ich glaube, deswegen gibt es so Zusammenkünfte wie diese, dass man sich einfach mal austauscht, auch länder- und kommunalübergreifend und einfach sieht, wie machen es andere, Erfahrungen sammelt und darauf aufbaut. Jetzt haben wir sehr fachlich oder sehr im öffentlichen Bereich geredet, aber wir haben ja schon am Anfang gehört, Nina, du bist passionierte Prompterin, zumindest in der Bildgeneration und deswegen wollten wir die Runde mit einer offenen, ein bisschen inspirierenden Frage abschließen. Es gibt so ein Zitat, das heißt, jede neue Technologie hat was Magisches inne oder so ähnlich und deswegen wollte ich euch beide nochmal fragen, weil ihr beide ja mit KI wirklich Tag ein, Tag aus zu tun habt. Was war euer Wow-Moment beim Einsatz von künstlicher Intelligenz, wenn ihr den noch teilt? Und es muss auch nichts Berufliches sein, um uns nochmal mit ein paar neuen Bildern aus dem Panel hier heute Morgen zu entlassen. Nina, du darfst anfangen. Es ist gar nicht so bildlich magisch, sondern ich habe neulich in einer Diskussion den Satz bekommen, nutze ChatGPT wie einen Praktikanten. Du würdest niemals einen Praktikanten bitten, eine Unternehmenspräsentation zu erstellen und ungesehen vor ein Plenum treten und die vorstellen. Wieso denkt immer jeder, ChatGPT weiß alles und man prüft es nicht? Also dieses, es ist mein Praktikant. Je konkreter ich meinem Praktikanten oder meiner Praktikantin erkläre, was ich von ihr will, mache mir eine Präsentation 5 Seiten lang. Auf der ersten, wenn ich das erkläre, kriege ich das beste Ergebnis raus. Ich prüfe es immer noch und dann gehe ich vors Plenum und präsentiere. Und seitdem ich so mit KI arbeite, ist es für mich einfacher zu verstehen, was diese Grundthematik ist. Unterstützung, Entscheidungshilfen, Vorbereitung, aber keine eigene Entscheidung. Und das ist so mein Aha-Moment gewesen. Das ist nur ein Praktikant, eine Praktikantin. Ja, jetzt habe ich gar nicht mehr so viel Zeit. Bei meinem magischen Moment ist, welche Möglichkeiten sich daraus ergeben und die erlebe ich ganz praktisch. Mein ältester Sohn hat 2019 Abi gemacht und hat angefangen zu studieren und hat sich dann irgendwie im zweiten, dritten Semester entschieden, sich auf KI zu spezialisieren. Das war irgendwie 2020. Ja. Und er lebt jetzt im Silicon Valley. Der hat letzte Woche Sam Altman getroffen. Der hat davor Jensen Huang, den Chef von Nvidia, getroffen. Also der lebt jetzt in dieser Silicon Valley KI-Blase. Ja? Und ich kann immer nur staunen, wenn der jedes Mal sagt, oh, guck mal hier, ich bin gerade bei Anthropic, ich bin gerade mal wieder unterwegs in New York. Die haben mich da eingeladen zu einem Panel. Und das ist echt unglaublich, welches Potenzial, vor allem natürlich auch im Ausland, das Thema hatten wir jetzt gar nicht angeschnitten, wie vor allem auch im Ausland da ist, was da alles passiert und wovon wir in Deutschland hier eigentlich tatsächlich nur träumen können, was alles passieren kann. Und das ist für mich absolut magisch, welche Welt da aufgeht und was alles passieren kann. Sehr schön. Dann nehmen wir ein bisschen Magie mit und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Schön, dass Sie heute Morgen mit dabei waren. Danke auch an dich, Henrike. Danke euch. Danke auch an dich.